care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich die lang versprochene Kinderzimmer-Roomtour. Also ich habe lange dafür gebraucht. Wir wohnen mittlerweile fast 5 Monate hier. Und jetzt ist alles so weit fertig, dass ich sagen kann, ich kann es euch zeigen. Ich denke, einige von euch können sich noch an die Babyzimmer-Room-Tour erinnern. Das war noch in der alten Wohnung und natürlich sind auch ein paar Sachen davon gleich geblieben. Ich setze euch mal den Link zu dem Video zu der Babyzimmer-Room-Tour in die Infobox, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich quatsche jetzt gar nicht mehr lang drum rum, versprochen. Ich gehe jetzt hinter die Kamera und zeige euch einfach alles. Alle Sachen, weil ich weiß, es kommen eh Fragen auf, verlinke ich in der Infobox. Also alles, was ich finde. Ich habe viel von Amazon, aber ich habe auch viel aus kleinen privaten Shops. Wie gesagt, ich verlinke alles unten, falls ihr das ein oder andere Teil auch nachkaufen wollt. Findet ihr alles in der Infobox und jetzt geht's wirklich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer Kinderzimmer-Roomtour von unserer Tochter Mali. Und wir fangen natürlich mit der Zimmertür an. Hier geht man direkt rein. Ich mache die Tür mal auf, dann ist es ein bisschen heller. An dieser Tür haben wir schon so einen Namenswolkenaufkleber-Sticker. Ja, die mir schon länger folgen, wissen, ich liebe Wolken, also das hat es mir echt angetan, schon in der Schwangerschaft. Und diesen wunderschönen Wolkensticker haben wir vom Shop Lönnecken. Ja, mit Marlies Namen in der Disney-Schriftart, genau. Und wenn man dann ins Zimmer reinkommt, hat man direkt, ja, wenn man reinkommt, das Bett. Das Bett haben wir neu. Und ja, das ist ein großes Bett, 90 x 2 Meter, hat einfach folgenden Hintergrund. Die Mali braucht nachts sehr, sehr, sehr viel Platz. Ihr Gitterbett mochte sie überhaupt nicht, also es ist ihr zu eng und wir hatten immer die Probleme, sie dort abzulegen. Und dann haben wir gesagt, komm, holen wir direkt ein großes Bett, dann können wir uns auch mit hinlegen. Ich habe mich direkt in dieses Hausbett verliebt, weil ich das so, so, so wunderschön finde. Das habe ich auch bei Amazon gefunden. Das Gute dabei ist, das ist in Deutschland produziert, ich glaube in Brandenburg. Das ist alles massives Holz, kein Billigkram und deswegen haben wir uns für das Bett entschieden. Wie gesagt, es ist ein Hausbett, ich glaube, ihr seht das auch. Und ich fange kurz noch oben an, bevor ich auf das Bett richtig eingehe. Ja, wir hatten hier vorher die Wand grau gestrichen. Wir haben uns aber dann entschieden, nochmal hier neu zu tapezieren und alles weiß zu streichen, dass es einfach einheitlich ist. Und da wir auch hier so einen neuen Fußboden bekommen haben, der sehr dunkel ist, habe ich mich entschieden, nicht nochmal in Grau zu streichen, weil das einfach mir zu dunkel erschien. Und ich habe mich dann dafür entschieden, einfach nochmal Wolken anzubringen, aber diesmal in Rosa. Das sind jetzt hier so kleine Wolken, die habe ich auch bei eBay gefunden. Ich schaue mal, dass ich die finde, dann verlinke ich euch die auch unten. Und ich habe die bewusst jetzt nur hier oben angebracht, weil die Mali jetzt in einem Alter ist, wo sie anfangen würde, hier unten die Wolken abzukratzen. Und deswegen sind die nur oben. Ja, und dann haben wir hier in die Mitte noch ihre Leinwand gehangen, die wir vom Neugeborenen-Shooting nach dem Krankenhaus hatten. Und ja, genau darunter haben wir dann das Bett, wie gesagt, ein Hausbett. Hier habe ich einfach so ein bisschen Deko angebracht. Also ich habe hier ihren Affen hingehangen. Und habe hier auch mit 2 Lichterketten gearbeitet. Das sind beides Lichterketten, die mit Batterien funktionieren. Die habe ich auch von Amazon. Das ist so eine lila-weiße Lichterkette. Das sieht wunderschön aus, wenn die abends an ist, weil die auch ganz dezent und nicht so hell leuchtet. Und hier an der Seite habe ich dann noch so eine andere Lichterkette angebracht. Einfach damit man noch ein bisschen mehr Beleuchtung hat. Und die habe ich, glaube ich, vom Rufo Kinderland. Das ist einfach so eine ganz einfache weiße. Am Bett befindet sich dann hier noch eine Wimpelkette. Die Wimpelkette hat meine Schwester für uns genäht zur Geburt. Wir haben dann noch eine extra Matratze zu dem Bett dazu gekauft. Und hier ist wirklich das Herzstück des Zimmers. Ich liebe diese Decke. Ich glaube, auch viele von euch kennen sie. Das ist nämlich die Decke von Stoff und die haben einfach so wunderschöne Motive. Und ja, diese Decke durften wir uns aussuchen, worüber ich mich riesig gefreut habe und auch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ich bin halt hier wieder in die Richtung rosa-grau gegangen. Hier haben wir Marlies Schriftzug. Die Decke ist jetzt nicht gebügelt oder so, aber ich meine, wie gesagt, das Zimmer wird benutzt, deswegen ist hier nicht alles perfekt. Und ich habe mich für den Fuchs entschieden, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich mag einfach Waldtiere, ich mag Füchse und deswegen der Fuchs. Und das Schöne an der Decke, die hat hier unten drunter noch so ein ganz, ganz, ganz weiches
Teddy-Fell, Futter, Stoff, ich weiß es nicht. Die ist natürlich vielseitig einsetzbar als Krabbeldecke. Bei uns dient sie jetzt als Tagesdecke auf dem Bett, weil Marley natürlich gerne auf dem Bett auch rumspringt und rumturnt, auch tagsüber. Und da ist die Decke einfach perfekt. Und für die kalten Tage wird sie die natürlich auch zum Zudecken mitbekommen. Wir lieben diese Decke und auch jeder, der reinkommt, fragt immer direkt, woher diese schöne Decke ist, weil sie natürlich auch handgenäht ist von Stoff und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Hier haben wir ihr Kuschelhäschen, das sie seit der Geburt hat, und ihr Nachtlicht, das, wie gesagt, kennen wahrscheinlich auch schon einige aus der ersten Babyzimmer-Roomtour. Der projiziert halt so einen schönen Sternenhimmel an die Decke. Hier haben wir noch so einen Rausfallschutz von IKEA dran gemacht. Ich glaube, 15, 16 € hat der gekostet. Und momentan handhaben wir das so, dass wir aus ihrem alten Gitterbett die Matratze hier immer vorlegen nachts, dass falls sie rausfallen würde, sie weich landen würde. Und ich denke, irgendwann hat sie das halt verstanden, dass sie rausfallen könnte. Dazu nehmen wir halt immer die Stillkissen, die hier unten liegen, und machen noch so ein Nestchen um sie. Und eigentlich klappt das ganz gut. Das Letzte, was sich dann noch im Bett befindet, ist einmal die kleine Wolkenspieluhr, auch von Lönnecken. Die spielt die Harry Potter Melodie. Das war ein Geburtsgeschenk. Haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Und aufgrund dessen, dass wir halt noch ein bisschen Angst haben, dass Marley aus dem Bett rausfallen könnte, steht unser schöner Ohrensessel von IKEA, der Strandmond, heißt der, glaube ich, genau, steht halt sehr nah an dem Bett dran. Normalerweise würden wir den hier so in der Ecke platzieren. Und dadurch, dass der Sessel halt hier so dran steht, ja, hat sie noch ein bisschen Schutz, dass sie nicht rausfällt. Dazu habe ich von IKEA hier so ein Schaffell, so ein echtes drüber. Das haben wir damals auch immer in ihren Kinderwagen gelegt. Dann haben wir hier die zweite Wolkenspieluhr. Die habe ich mir schon während der Schwangerschaft mit Mali angeschafft. Also ihr seht den Vergleich, die ist ein bisschen kleiner. Die kann man auch an Maxi-Cosi so hängen. Und das ist halt so eine große, die auch wie ein Kissen fungiert. Und die spielt von Elton John Your Song, genau. Habe ich mir damals ausgesucht. Und hier ist die Krabbeldecke von meiner Schwester selbst genäht. Wie gesagt, das ist der passende Stoff hier zu der Wimpelkette. Und die haben wir jetzt einfach hier mit auf dem Sessel liegen. Die hat hier auch so einen ganz weichen Stoff unten drunter. Und wenn man sich da mal auf den Sessel kuschelt, kann man sich noch ein bisschen damit zudecken. Und ich finde, das wirkt auch ganz schön irgendwie so. Das Letzte in dieser Ecke ist jetzt noch so ein kleiner Stuhl. Der stand vorher bei uns im Wohnzimmer. Wie gesagt, dadurch, dass der Sessel jetzt nicht da steht, wo er eigentlich steht, haben wir jetzt erstmal den Stuhl dahingestellt, weil sie den noch nicht benötigt. Wenn sie irgendwann ein bisschen älter ist, bekommt sie von der IKEA-Serie, also der ist von IKEA, auch den passenden Tisch und den zweiten Stuhl dazu. Und dann kann sie dort malen oder was sie halt tun möchte. Und solange steht der Stuhl erstmal dort. Und das ist die erste Wand im Zimmer. Dann haben wir hier ein großes Fenster. Hier habe ich dann einfach noch so ein kleines Häschen hingesetzt. Das haben wir auch zur Geburt geschenkt bekommen, handgemacht. Hier ist Marlies Schriftzug, den hat mein Vater für sie gemacht, den wollte ich noch anmalen in rosa. Ja, hier haben wir einen Heizkörper, sehr spektakulär. Und dann geht es mit der Wand hier weiter. Durch die Schräge passt nämlich perfekt dieses Kallax-Regal von IKEA da rein. Das wusste ich schon sehr früh, dass ich das irgendwann anschaffen werde für Marli, weil ich das irgendwie perfekt finde für Spielzeug und ähnliches. Und ihr seht es ja schon, so haben wir das hier auch genutzt. Und ich fange mal unten an. Hier haben wir einmal diese zwei grauen Kisten. Das sind die ganz normalen, die man von IKEA bekommt. Und dann habe ich noch diese zwei dazu gekauft. Und die kennt man, glaube ich, auch schon von einigen YouTubern. Ich habe die selber bei anderen YouTubern gesehen und ich finde die aber so, so, so schön, dass ich die halt nachkaufen musste. Die sind von TreeSprouts, habe ich auch von Amazon. Und ich habe mich jetzt für den Igel entschieden. Und für den Hasen, weil ich einmal die Farben sehr passend fand und ich mag halt Waldtiere und von daher passt das ganz gut. Ich finde, ein Kinderzimmer braucht auch immer Farbe und von daher mag ich das, wenn ja viel Spielzeug irgendwo steht, weil Spielzeug bringt einfach Farbe in so ein Zimmer. Und ich habe hier einfach so ein paar Sachen reingestellt, die Mali sich selber rausziehen kann. Hier hat sie ein Puzzle, ein Ziehtier, hier diese Pyramide, mit der sie eigentlich nicht mehr so wirklich spielt, aber die steht halt noch da, weil sie schön bunt ist. Dann haben wir hier alle von Marlies Büchern angeordnet und das ist eigentlich nicht so praktisch, weil sie die eigentlich jeden Tag rauszieht und ich die wirklich jeden Tag neu sortieren muss.
Aber ich finde irgendwie, dass das schön aussieht und deswegen habe ich die dort hingestellt. Dann habe ich hier einfach ihren Motorikwürfel reingestellt. Der ist halt auch ja, sehr groß und schwer, passt da perfekt rein und wie gesagt, bringt auch noch mal ein bisschen Farbe mit rein. Und hier haben wir zuletzt ja, ihre Hammerbank und von Disney auch noch so ein Steckspiel. Und hier unten befindet sich teilweise auch noch Spielzeug drin und sie kann sich die Kisten halt dann auch selber rausziehen. Wie gesagt, das sind halt lauter so einzelne Sachen, die sie sich dann rausziehen kann. Das bekommt sie auch schon ganz gut hin. Und ich finde das eigentlich ganz gut so sortiert. Auf dem Kallax-Regal habe ich den Platz dann auch noch genutzt, für ein paar Sachen unterzubringen, wo sie jetzt noch nicht dran kommt. Also sie kommt oben noch nicht dran. Hier stehen einfach ihre Seifenblasen. Und hier ist so ein Bild, das kennt ihr vielleicht auch aus meinen Vlogs. Das wurde mir damals auch zur Geburt geschenkt von Ecoplot, heißen die, glaube ich. Genau, ich verlinke das auch nochmal. Die haben halt mit so einem 3D-Drucker Marlies Ultraschallbild niedergedruckt, kann man das so sagen, und haben sich da auch ein bisschen an meinem Wolkenfable orientiert. Und das finde ich eine wunderschöne Erinnerung. Dann habe ich was gesucht für Marlies Pixie-Bücher, weil sie hat als Adventskalender einen Pixie-Buch-Adventskalender bekommen und hatte dementsprechend sehr, sehr, sehr viele Pixie-Bücher. Und das sind natürlich so Bücher, die sie noch kaputt machen kann. Und dann habe ich was gesucht, wo man die aufbewahren kann und habe auch was echt Süßes gefunden. Ich glaube, von Don by Dir heißt die Marke. Habe ich auch bei Amazon gefunden. Das ist extra ein Pixie-Buchregal oder eine Pixie-Buchaufbewahrung. Ich glaube, 50 Pixie-Bücher passen rein. Das kann man jetzt noch an der Wand festmachen. Ich finde es aber irgendwie schöner, wenn man das einfach erstmal hinstellt. Wenn die Mali mal älter ist, vielleicht befestigen wir das dann neben dem Bett, dass sie sich da selber ein Buch raussuchen kann. Aber ich finde es irgendwie total schön und auch voll der Hingucker. Hier haben wir so ein kleines Puzzle. Damit darf sie natürlich auch so spielen, aber das steht halt einfach da, damit es auch ein bisschen netter aussieht. Dann haben wir hier noch eine Leinwand, das war noch von meiner Babyparty. Hier haben wir noch ein Foto von Marco, Mali, mir und Malis Patentante. Und da ist auch noch was ganz Besonderes, was ich wirklich sehr, sehr, sehr gern habe. Das war ein Taufgeschenk von meiner Schwester und das sind halt so Mali-Bauklötze mit ihren Daten, also Geburtsdatum, wie schwer sie war, wie groß sie war. Und ich finde das einmal schön, also sie darf auch damit spielen, das macht sie auch, aber selbst wenn sie mal älter ist, wird sie das ja als Deko im Regal stehen lassen können und ich finde das einfach wunderschön. Das wäre das Regal. Ich muss dazu sagen, dass das meiste von Marlies Spielzeug momentan noch bei uns im Wohnzimmer steht, weil sie eigentlich am häufigsten dort spielt. Genauso wie ihr Bobbycar und ihr Schaukelpferd, das steht auch bei uns im Wohnzimmer. Dann haben wir hier in der Ecke noch zwei Sachen, und zwar einmal diesen Paperback. Ich finde diese Idee so genial. Den habe ich auch im Shop von Lönnecken gefunden. Der war auch, glaube ich, gar nicht teuer. Und ja, das Coole ist, das ist halt wirklich ein Sack komplett aus Papier. Man kann den halt hochkrempeln oder runterkrempeln. Man kann Spielzeug reinsortieren. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, alle Kuscheltiere von Mali reinzutun. Weil fragt mich nicht, warum, ich weiß es nicht, aber unser Kind hat jetzt schon so viele Kuscheltiere, dass der Sack bis oben hin voll ist. Das ist übrigens mein Teddybär von mir aus meiner Kindheit, den Mali jetzt natürlich nutzen darf. Und wir haben hier den Paperback mit der Aufschrift Wild Child ausgesucht, weil es passt einfach wie Faust aufs Auge, Wild Child. Da gibt es aber noch andere und das finde ich echt cool, auch für später. Ich weiß nicht, kann man ja vielseitig einsetzen als Wäschekorb, wie gesagt, für Spielzeug oder den könnte man auch schön ins Wohnzimmer stellen. Also ich finde ihn echt genial. Und hier hinten in der Spielzeugkiste haben wir alles von Marlies Duplo-Sammlung und das Gute ist, dass die Kiste verschließbar ist. Weil das kennen wahrscheinlich auch die meisten Mütter, das Duplo fliegt dann überall rum und so ist es besser. Wir können das dann, wenn sie damit spielen will, rausnehmen und ansonsten ist es einfach verschlossen. Sie sieht das nicht immer sofort und deswegen passt es ganz gut. Weiter geht es dann daneben mit unserem Tippi. Also heute gehört das ja fast schon zum guten Ton, dass man ein Tippi hat. Wir haben dieses Tippi damals zur Verfügung gestellt bekommen, kostenfrei von der Firma Bilili und ich habe das, glaube ich, auch in einem Vlog gezeigt. Ich habe auch eins damals verlost an eine Zuschauerin, das weiß ich noch. Und ja, dieses Tippi, muss ich sagen, ist trotzdem der absolute Renner bei der Mali. Hier liegt jetzt, das ist kein Kuscheltier, sondern das ist unsere dicke Katze, die hier drin liegt. Ja, ich zeige euch aber mal, wie wir das so ein bisschen aufgebaut haben. Also bei dem Tippi ist zwar so eine Decke mit dabei, aber wir haben hier die Krabbeldecke von Mali als Baby. Und hier ist noch eine Krabbeldecke, die wir auch von einer Freundin genäht bekommen haben, mit drauf, damit das einfach schön weich ist. Und hier tummeln sich trotzdem noch drei Kuscheltiere. Einmal Malis riesengroßer Bär,
Einmal ein handgemachter Elefant mit Marlies Namen und das Schwein Lieselotte. Genau. Wie gesagt, Happy liegt da auch gerne drin, Marli liegt gerne drin, wir kuscheln da gerne drin oder lesen einfach oder schauen. Und wir haben uns entschieden hier für so ein rosanes Tippi mit grauen Vögelchen. Ich finde das total hübsch, das Design. Und wie gesagt, es ist von der Firma Bilili. Die gibt es aber zum Beispiel auch bei Amazon. Neben dem Tipi haben wir dann noch eine Malmkommode. Und auf der Kommode haben wir Marlies CD-Kassettenrekorder-Player. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der hier so oldschool ist, weil heutzutage jeder so eine Tonibox hat. Aber ich habe noch so viele Hörspielkassetten aus meiner Kindheit. Deswegen habe ich mir den damals zur Taufe gewünscht. Und wir hören hier auch oft Musik. Hier in dem Koffer befinden sich Marlies CDs. Und hier hinten auf der Kommode haben wir einen selbstgenähten Schriftzug. Das hat mir eine ganz, 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 ganz liebe Zuschauerin damals genäht und zugeschickt, die liebe Steffi. Und Steffi, ich liebe diese Buchstaben so sehr. Die sind einfach so wunderschön. Und ich bin dir einfach so dankbar, dass du dir die Mühe damals gemacht hast und uns diese Überraschung geschickt hast. Ja, irgendwann werde ich die bestimmt auch mal ins Bett stellen oder ins Tipi. Sieht das bestimmt auch gut aus. Aber jetzt im Moment mag ich das einfach, wie das so auf der Kommode steht. Und hierneben haben wir noch so ein Bild, das hat Mali zu ihrem ersten Geburtstag von der Patentante bekommen. Über der Kommode haben wir dann hier noch so ein Poster, das kennt ihr auch schon aus dem alten Zimmer. Das habe ich, glaube ich, von My Fantasy Room, genau. Und das habe ich in so einen weißen IKEA-Rahmen gepackt. Little Miss Sunshine passt auch einfach super zu Mali. Und ja, ich finde, so ein Kinderzimmer braucht auch so ein bisschen Sachen an der Wand. Daneben haben wir dann noch ein Fenster mit einem Fliegengitter, was ganz praktisch ist. Und Mali hat genauso wie wir im Schlafzimmer einen wunder, wunder, wunderschönen Ausblick. Also es ist wirklich traumhaft. Und in diese Ecke hier haben wir dann einfach ja, ihre Puppen hingestellt. Also sie besitzt schon Puppen. Das ist eine ganz alte Puppe und die hat sie zu Weihnachten bekommen. Dazu steht hier noch ihr Ziehtier und ihr kleiner Besen. Das sind halt so Sachen, mit denen sie ja jetzt nicht so oft spielt, beziehungsweise die brauchen ja auch irgendeinen Platz und dafür haben wir hier diese Nische genutzt. Und hier befindet sich einmal ja der Kleiderschrank in der Ecke. Hier vor haben wir so einen kleinen Herzteppich, auch von IKEA. Mali hatte vorher einen anderen Schrank, einen Pax-Schrank, den wir jetzt für unser Schlafzimmer genommen haben. Und Mali hat diesen hier bekommen, den ich wirklich sehr, sehr, sehr schön finde. Der ist auch von IKEA. Auf den Schrank gehe ich jetzt nicht nochmal ein. Eventuell mache ich da mal ein separates Video. Auf jeden Fall sind natürlich ihre Klamotten da drin. Und oben auf dem Schrank ist ja mit einer der allerschönsten Erinnerungen, nämlich der Gipsabdruck aus meiner Schwangerschaft. Daneben ist noch ihr Krabbeltunnel von IKEA. Der ist normalerweise, wenn ich jetzt keine Roomtour drehe, hier auch auf dem Boden ausgebreitet. Neben dem Kleiderschrank befindet sich dann die Wickelkommode. Da muss ich ehrlich sagen, ich wickel eigentlich gar nicht mehr hier. Ich wickel Mali wirklich im Wohnzimmer oder im Bett oder wo auch sonst immer, aber der Marco braucht wirklich noch den Wickeltisch, um sie zu wickeln. Und ja, so lange steht er auch noch hier. Der ist natürlich auch von IKEA und da habe ich euch auch schon mal ein Video drüber abgedreht, nur über die Wickelkommode. Und ich fange auch mal direkt oben an. Hier haben wir so zwei Regale von IKEA und auch wieder ein bisschen Deko. Einmal ihre Lightbox, das ist jetzt noch von ihrem Geburtstag beschrieben. Mali ist ein Jahr alt, das hätte ich auch mal ändern können. Habe ich aber jetzt nicht dran gedacht. Dann haben wir hier auch noch so Nachtlicht, dieser kleine Stern. Hier haben wir einen kleinen Schutzengel, den Mali geschenkt bekommen hat. Oben ist dann noch so ein Bild, You make me happy when skies are grey. Daneben ist eine Zeichnung von Mali. Daneben ist immer noch Miffy, das Häschen, stand damals auch schon immer dort. Ja, und dann haben wir ganz normal die Wickelkommode mit der Wickelauflage. Die haben wir auch schon von Anfang an. Die ist, glaube ich, von Bijou. Die ist zum Abwaschen mit so Sternen. Kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Sind wir bis heute sehr zufrieden mit. Und das ist hier so eine keilförmige. Genau, Windeln. Hier haben wir so Waschlappen, Müllbeutel, hier ein bisschen was an Körperpflege, also Kokosöl. Das haben wir auch noch von der Geburt, also das benutzen wir eigentlich so gut wie nie. Dann diese Aufbewahrungskörbchen von IKEA, kennt glaube ich auch jeder. Da sind halt einfach so die Standardsachen drin, die man immer mal braucht. Nagelschere, Haarbürste, Wundschutzcreme, all sowas. Genauso wie dieser Mülleimer. Hier liegen noch Marlies Schlafsachen drauf, plus ihre Fliegermütze. Und hier haben wir noch eine Schale
für Wasser reinzufüllen. Das haben wir früher immer gemacht. Mittlerweile waschen wir sie einfach im Badezimmer. Und neben der Wickelkommode ist dann auch noch so ein Bild, was ich auch sehr, sehr, sehr liebe. Und zwar sei frech und wild und wunderbar. Das ist so ein Spruch von Astrid Lindgren und ich liebe den und finde, es passt auch sehr zu Mali. Und auch hier findet sich wieder ein Fuchs, ein Waldtier. Hier unten ist dann noch so ein Wolkenmobile. Das habe ich von Verbaudet. Und da steht jetzt Pretty drauf. Ich hoffe, man sieht das mit so ein paar Wolken. Zu guter Letzt befindet sich hier unten Malis Wäschekorb. Den habe ich von TK Maxx. Und was ich jetzt fast vergessen hätte, ist der Windeleimer. Das ist der Diaper Champ. Den haben wir auch von Anfang an. Und da fragen auch immer ganz, ganz, ganz viele. Damit sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden, weil du brauchst keine Nachfüllkassetten. Du kannst ganz normale Müllbeutel reinfüllen und der hält wirklich geruchsdicht. Außer natürlich, wenn man das jetzt einmal dreht, das ist aber klar, dann kommt da immer so eine leichte Duftwolke raus. Wir haben uns für die mittlere Größe entschieden in Weiß-Grau und auch den habe ich ebenfalls bei Amazon gekauft. Die letzten Sachen, die ich euch jetzt noch zeige, sind einmal die Lampe. Das ist diese Wolkenlampe, auch von IKEA. Und in der Mitte vom Raum haben wir nochmal einen Sternenteppich, einen grauen. Auch den haben wir von IKEA mit Marlies Regenbogenwippe, die mein Vater für sie zu Ostern gemacht hat und angemalt hat. Und auch da sitzt sie sehr, sehr, sehr gerne drin. Und das war's auch schon mit der Roomtour. Ich glaube, es hat auch jetzt lange genug gedauert. Ich habe genug erzählt. Ich schwenke euch einfach nochmal hier durch. Wir finden das Zimmer sehr, sehr, sehr schön. Ich finde es sehr passend für Mali und ich habe auch das Gefühl, dass Mali sich sehr wohl fühlt. Und ihr Lieben, das war's dann jetzt auch schon an der Stelle. Ich hoffe, dass euch die Roomtour gefallen hat. Wie gesagt, ich versuche alles, was ich gezeigt habe, in der Infobox zu verlinken. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen noch inspirieren. Ansonsten wünsche ich euch dann wie immer jetzt an der Stelle noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben!